time is a fundamental unit of life. I'm always fascinated by why different species show different biological time, why elephants' development takes longer than mouse development. Answering those fundamental questions is my biggest motivation. Lange Zeit konnte die frühe embryonale Entwicklung verschiedener Spezies nicht erforscht werden. Sie unterlag ethischen und technologischen Grenzen. Miki Ibisia hat einen neuartigen Ansatz entwickelt, um diese Probleme zu umgehen. Mit pluripotenten Stammzellen, die sich zu jedem Zelltyp eines Organismus entwickeln können, gelingt es ihr, den Takt spezifischer biochemischer Prozesse in der embryonalen Entwicklung zu untersuchen. When I realized that I can now study or compare different animal species in the lab and with those stem cells, I was really, really excited. And we call the collection our stem cell zoo. Diese einzigartige Sammlung verschiedenster Stammzellen lässt einen systematischen Vergleich zu und gibt Auskunft über die Geschwindigkeit der biologischen Entwicklung. Warum die biologische Uhr unterschiedlich schnell tickt, daran möchte Miki Ibisia zukünftig forschen. Grundlagenforschung, die zu ganz konkreten Anwendungen führen kann. Currently, organoids, 3D tissue structures, take a lot of time to develop. But if we can accelerate developmental time, we can make organ-like structures in shorter time, and that may be useful for regenerative medicine. An der TU Dresden wird Miki Ibisia ihre neue Zeitrechnung beginnen.